Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Heute etwas später, weil wieder ein hochkarätiges Turnier hier übertragen wird. Jetzt ist aber Zeit für uns mal ein bisschen selber zu spielen. Ihr seht, ja, neben mir, der Platz ist frei. Melanie ist heute nicht mehr dabei. Ist ihr ein bisschen spät geworden und sie war wieder wandern. Und zwar, ich glaube, insgesamt ein Marathon an 2 Tagen mit ihrer Family. Deswegen heute nur mit mir. Und ich würde sagen, wir legen los. Ihr kennt das Format. Ich mache immer mit dem Zufallsgenerator, zähle von oben und unten ab. Und Spieleröffnungen, die ihr euch gewünscht habt. Und habe schon ein bisschen was auf meinem Wunschzettel stehen. So, was ist hier los? Ich habe doch gedrückt. Nicht? Ja, man sieht, wenn wieder. Oh Gott im Himmel. Wenn ein bisschen mehr los ist, dann kann das auch schon mal vorkommen. Kann das schon mal vorkommen? Ihr seht es. Also, ja, ich würde gerne zurück zur Partie. Ah, geht los. Super. Ihr habt euch gewünscht, Aljechin. So, also, wenn ihr drankommt mit eurer Partie und ich nicht sofort spiele, dann hat das seinen Grund. Ihr habt gerade gesehen, welchen Grund es hat. Dann ein bisschen Geduld und dann kriegen wir das hin. So, Aljechin habe ich versucht für euch zu spielen. Hat nicht geklappt. Jetzt spielen wir einfach mal ganz normal E5. Und hier ganz interessant, genau. Auf Springer F3 könnte man auf E4 nehmen. Jetzt haben wir so ein, ja, praktisch Läuferspiel. Da ist es häufig eine gute Idee, sich diesen Läufer auf C4 zu grapschen. Aber gut, mal gucken. Ah ja, natürlich. Danke für den Hinweis im Chat. Kann ich noch groß schalten? Ja, schreibt das auch gerne groß. Ne? Dann mache ich das gerne. So, ich glaube, den muss man noch nicht sofort nehmen. Ich mache erstmal Läufer E7. Vielleicht auch Rade, der rennt jetzt noch nicht weg. Und na gut, jetzt nehme ich ihn vielleicht. So, Springer D5 war mir nicht ganz geheuer. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist mit D5, aber es ist die prinzipiellste Idee, die Stellung zu öffnen, wenn man das Läuferpaar hat. Deswegen mache ich das einfach mal. Ja. Die Frage ist, ob ich diesen Bauern jetzt opfern kann. Wahrscheinlich sollte ich das nicht tun. Und stattdessen sowas hier machen. Springer E5, Fe5, Dame H5 wäre, glaube ich, nicht so gefährlich. Habe ich G6, Dame E5, Springer F6. Das wäre alles gut. Ja, 3 Minuten, fragst du Murat. Das, klar ist das gut fürs Elo, wenn man gewinnt, was ich. Wo ich mir nicht so sicher bin. Aber ich glaube, dann wird es ein bisschen eng. Gerade dadurch, dass Melanie heute nicht da ist, habe ich immer nur so ein halbes Auge für den Chat und dann hätte ich gar keins mehr. Dementsprechend, boah. Was war der letzte Film, den ich geschaut habe? Der letzte Film, den ich geschaut habe, war diese Gemini Man mit Will Smith. Ja, den habe ich geguckt. Wieso, was habt ihr so geguckt? Aber vielleicht in Klammern, bitte empfehlt mir gerade keine Filme, weil ich gerade keine Zeit dafür habe, Filme zu gucken, obwohl ich sehr gerne Filme schaue. Aber im Moment ist es zeitlich sehr spärlich. Deswegen bitte keine guten Filme empfehlen. So, ich mache mal C6. Das droht ein bisschen Dame A5. Und ich habe jetzt schon. Ja, hat er genommen. Beim Bauern nehmen ist auch nicht schlecht, aber im Läufer nehmen ist auch nicht schlecht. Ich nehme mal mit dem Läufer. Was wollte ich sagen? Ja, schon 14 Züge und ich habe keinen billigen Trick benutzt. Also ich muss mal wieder in Form kommen. Ja, ich gehe natürlich zurück. Keine Frage. Denn das Läuferpaar behalte ich, ihr kennt mich. Ich gucke manchmal Filme hier mit diesem. Mit diesem Amazon-Ding, Amazon Prime. Hier ist was für mich. Zack, zack. Ach, ich hätte noch nehmen können, ne? Ihr seht, ich bin. Oh Gott.
Okay, ich muss noch reinkommen. Aber hab ja trotzdem eine Qualle gehört. Oh Gott. Ich kaufe mir manchmal Filme bei Amazon Prime, also das habe ich nicht im Kino gesehen. Ja. Okay, das tausche ich ab. Wenn man was mehr hat, sollte man abtauschen. Und jetzt mit dem Turm rein und dann sollte die Stellung gut sein. Ja. Was ist da los? Ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte vorher noch angekündigt, dass der Turm nach C6 immer mal hängt und ihn dann nicht zu nehmen, ist eine Schande, aber es hilft ja nichts. So, Läufer A3, B5 wollte ich machen. Ich dachte, das ist ganz cool. Dann hängt der B3 und wenn er B4 macht, dann ist dieser Läufer tot. Dann wird sich das irgendwie schon zum Guten wenden hier. Ja, ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei euch eigentlich? Kino, ist das bei euch, wo ihr wohnt, schon wieder drin? Ich glaube, bei uns ist nämlich noch nicht. Ich glaube zumindest, ja. Aber, da wollte ich hin, aber das haben wir zeitlich nicht geschafft. In Braunschweig hat jetzt so ein Autokino aufgemacht, beziehungsweise das Kino hat, also der Betreiber vom Kino hat ein Autokino eröffnet. Sehr, sehr cool, glaube ich. Also, denke ich. Ich war noch nie in einem Autokino. Würde ich aber mal machen. Ja, Kuckuck hat wahrscheinlich recht, ja. So, der wird gefesselt, der wird geschlagen. Wenn man was mehr hat, dann alles runterholzen und dann passt das. So, hier noch nicht den Turm da hinten einsperren lassen. Aber jetzt, wo der König vom H-Bauern weg ist, kann ich auch B4 machen, Turm B2 und rüber. Na, jetzt hätte er noch Läufer E1, aber eigentlich. Naja. Kennt ihr ein paar EM-Turniere im Juli? Naja, also dieses First Saturday schickt wieder fleißig Werbemails. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die wieder gestartet haben. Ob man das jetzt schon machen sollte. Ich weiß ja nicht, ne? Also so ganz vorbei ist Corona ja noch nicht. Danke für die Partie, Sami Keller. War eine spannende Partie. War ein Versuch eigentlich hinzuspielen, hat nicht geklappt. Vielleicht versuche ich es nachher nochmal. So, jetzt geht es erstmal weiter mit der 6 von unten. Und das ist. Oh, der Hobbyspieler wieder. Das ist natürlich eigentlich gar kein Hobbyspieler, der Hobbyspieler, sondern ein sehr starker Spieler. Und. Ja. Okay, ihr habt ein paar Wünsche, unter anderem Benoni. Dann will ich das doch mal testen, was der Hobbyspieler hier auf Benoni in petto hat. Ah, er hat Langeweile dagegen in petto. Ja, was mache ich denn hier eigentlich? Ich mach mal. Keine Ahnung. Ich baue mich mal irgendwie auf und bringe meine Figuren raus. Boah. Ja, ist glaube ich alles noch im Lot. Dame A4 muss ich jetzt ein klein wenig auf dem Schirm haben, aber ich glaube auch nur. Ah, obwohl Dame A4, Springer BD7. Das war gar nicht so verkehrt hier vom Hobbyspieler. Aber. Eieiei. Ah, dann kommt Springer G5, ne? Ach ja, ach ja. Dann mache ich erst Springer D7 und guck mal, was passiert. Ja, ich weiß, ich habe das auch noch gerade so gesehen, dass das fast Patt wäre in der letzten Partie. Ja, das war gefährlich. Ernsthaft? Ach Gott, ey. Ich dachte, das würde ich überleben. Tue ich nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Heieiei.
Ja, wahrscheinlich bin ich da einfach noch viel zu sehr aus der Übung, um hier eine Partie gegen den Hobbyspieler erfolgreich über die Runden zu bringen. Ja, mal gucken, was passiert. Also erstmal gucken, ob er die Remis-Schaukel denn nehmen würde und dann schaue ich weiter. Und dann. In Paderborn. Ne, selten, ne? Ah, finde ich gut, dass du weiterspielst. Machen wir. Spielen wir das weiter. So, dann haben wir da mal eine spannende Stellung hier. Auch wenn ich glaube, dass das Objektiv nicht so grandios ist für mich, aber ach, so schlecht wird es auch nicht sein. Nimm die Schaukel. War das eine Empfehlung an mich oder an ihn? Ich versuche mal die Stellung hier ein bisschen geschlossen zu halten. So. Ich muss sagen, meine Stellung gefällt mir eigentlich zunehmend gut. Hätte ich nicht unbedingt erwartet gerade, aber ich finde es gut, dass er weiterspielt, weil, weiß ich nicht, wir sind ja auch hier, um zu spielen und nicht um zu schieben. So. Kann ich jetzt auf B3 nehmen und Turm C8, C4 nehmen, nehmen, nehmen. Ja, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus, ne? So, jetzt wollte ich schlagen. Läufer schlägt dann weg. Na. Und vielleicht war das gar nicht mal so smart, aber irgendwie, na, gefühlt kriege ich jetzt ein bisschen Spiel. Aber was natürlich ein Problem ist, ist, dass er, also wenn er sich aus dieser Fesselung befreit, was, glaube ich, jetzt nicht so 100% einfach ist. Doch, ist es. Ja, kannst mal sehen. Ich dachte irgendwie, es wäre schwieriger. Ich kann auch nehmen. Ich habe schon ein paar Motive hier in der Stellung. Springer B6, wenn er nimmt. Schlagen und Springer D2. So, er kann auch anderweitig zurückgehen. Auf Springer C3, Dame B3. Spannend. Spannend, aber ich muss einen Zug machen, ne? Naja, wie gesagt, ich muss einen Zug machen. Das war wahrscheinlich nicht der beste, aber ich finde es nicht so einfach für ihn, gute Züge zu machen. Okay, vielleicht einfach den Springer rüber und Attacke, aber dann habe ich auch immer mal Springer C3, ich habe Opferideen auf G2, ich kann den nächsten Springer nachholen. Naja, es ist eine Partie, oder? Da geht er hin. Und danach hängt der, sagst du, ja. Okay, da muss ich wenigstens noch ein bisschen was dafür bekommen. Springer D2 ist auch weiter in der Luft. Okay, wenn er hier nimmt, dann nicht, aber. Oh. Ah. Also, ihr seht, ich bin noch völlig von der Rolle. Und wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass Melanie hier nicht neben mir sitzt und mir sagt, tu das nicht und tu das nicht, weil da stellt was ein.
Aber jetzt noch eine super spannende Konstellation mit seinen drei Bauern im Zentrum. Und ich habe diesen einen Bauern unterstützt vom Läuferpaar. Ah, ich weiß nicht, ob ich gut stehe oder nicht. Was wäre mit Turm schlägt C4 gewesen? Ja, halt die Frage, mit welcher Idee? Springer D2 danach, aber dann tausche ich nur sehr viel ab. Ach cool, ja, er lässt hier alles drauf. Alles lässt er drauf. Ja, aber wahrscheinlich gar nicht schlecht. Okay, ich mach mal König G8, dann bin ich aus der Fesselung, aus der Fesselung, aus der Gabel raus. Ich habe 58 Sekunden, ich muss mal ein bisschen auf die Tube drücken. Auf E4 brauche ich noch einen Ort für meine Dame, wo sie glücklich ist. Wahrscheinlich erstmal auf an D6 oder so. Springer D3, Läufer A6 kommt nicht gut, der hängt am Ende. Ja, vielleicht dann Dame C4 oder irgendwas. Auf E5, Dame B5. Also wirklich gut steht der Turm auf F8 nicht, gebe ich zu, aber ich muss einfach mal Züge machen und ein bisschen was spielen. So, ich muss jetzt aufpassen, dass die Dame nicht auf diese Diagonale kommt, sonst wird es übel. Den müsste ich nehmen können. Läufer D5. Okay, ich muss mal gucken, wie ich da Richtung König komme. Springer D6, Turm C5, Dame B7. Turm C4, 5 ist aber trotzdem interessant. Also einfach nur, weil er es kann, ne? Jetzt muss er wieder weg, aber. Einfach mal, weil man es kann. Wieso geht das? Na gut, das sollte. Eine Mehrfigur sein. Okay, nur nicht Patt setzen, das kann ich nämlich gut. Heieiei. Gute Frage, Niklas. Weil ich meinen Springer auf D6 vergessen habe. Und ja. Ja. Das wäre auch schon eine nette Mehrfigur gewesen, ne? Ja, zugegeben, ich weiß gar nicht, warum ich hatte meine Dame so halb am Hängen gesehen, aber ja, bin halt im Moment etwas aus der Übung, aber das kommt wieder, das kommt wieder. Aber spannende Partie, danke dafür, Hobbyspieler. Und auf geht's in die nächste Runde. Ich gucke nur gerade mal, ob zufällig Niklas gechallenged hat. Dann könnte ich mir mal hier eine kleine Packung abholen. Aber Niklas will nicht spielen. Okay, dann geht es weiter. Wenn du doch noch spielen willst, Niklas. Oh Gott, aber ich wäre aber bereit. Spiele ich erstmal gegen die 7 und sag Bescheid, wenn du spielen möchtest. Übrigens, an dieser Stelle einfach mal Glückwunsch, Niklas, zu 50.000 Abonnenten bei YouTube. Das ist eine Menge. So, jetzt spiele ich erstmal hier G6. Das war nämlich auch noch ein Wunsch. Ach so, siehst du, ne? Aber eigentlich habe ich euren Benoni-Wunsch gar nicht wirklich erfüllt, weil ich. Weil ich, was mache ich denn hier eigentlich, sag mal? Weil ich nicht konnte, ich habe es versucht. So. Und nun mache ich erstmal den und guck mal, was passiert.
Ja, als Benoni-Spieler will ich immer zu C5 greifen, aber E5 ist wahrscheinlich korrekter. F5 ist, glaube ich, etwas tödlich für mich. Ja, nimmt da einfach raus, Dame H5. Und hier muss ich, glaube ich, auch zumindest mal sorgsam sein, was ich mache. Die Gefahr besteht nämlich durchaus, dass er mich hier einfach überrollt. H4, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß doch gar nicht, was A6 sollte. Will ich hier B5 spielen oder was? Ich mache mal Springer C5 und er hat sich aber auch noch nicht irgendwie. Na, jetzt seht ihr, wie dämlich A6 eigentlich war, aber nun gut. Jetzt kann ich wenigstens so Läufer D7 spielen. Wenn er kurz rochiert, dann kann ich das auch machen. Wenn er sich das offen hält, dann sollte ich auch mal schauen, was ich tue. Weil. Ja, A3 war jetzt noch nicht so verpflichtend, ne? Kann man machen. Dann mache ich mal F5. Jetzt habe ich genug Leichtfiguren zum Zurückschlagen. Wäre direkt A5 besser? Ich weiß es nicht genau, Flinsbacher. Ich habe mich mit solchen Strukturen noch nicht so beschäftigt. Aber zumindest sah A6 jetzt nicht so schlau aus, ne? Den Partieverlauf begutachtend. So, ich muss aber auch sagen, der Patzer spielt gar nicht wie ein Patzer, ne? Noch nicht. Kommt ja vielleicht noch. Aber ich glaube, da sollte ich nicht so große Hoffnung reinlegen. Er hat das schon. Er hat es sehr gut gemacht und er ist auch weiterhin dabei, das gut zu machen. Ich versuch's mal hier mit dem typischen königsindischen Harakiri. Ja, auch C5. Sieht mir auch sehr vernünftig aus. So, einzige Frage. Gehe ich jetzt nach C5, dann habe ich natürlich potenziell hier, wenn ich des Todes. Mache ich das nicht? Dann vielleicht auch. Wir werden sehen. Aber Läufer B6, habe ich noch Springer C8. Sieht mir jetzt noch nicht nach der Todesfesselung aus, aber. Ah, so richtig angenehm sieht mir das auch alles nicht aus. Naja, ich bin schon mal froh, dass ich Springer E8 geschafft habe und. Und dann mal gucken. Er kann natürlich auch überall mal so gucken, dass er irgendwelche Fesselungen ansetzt, aber ich. Ich mache mal so, wie ich das immer bei Melanie sehe. Die macht immer ihre Figuren da irgendwie rüber und dann schreit sie matt. Und vielleicht gelingt mir das heute auch. Na gut, den muss ich nehmen. So, und jetzt irgendwie rangaloppieren an den König. Das sieht mir gefährlich aus, aber so als könnte er es gerade noch so überleben. Dame G5, König H1, Dame H5, Läufer G1. Im Zweifel mache ich jetzt einfach das, was ich machen würde, wenn es eine ganz normale Stellung wäre. Nämlich gegen das Läuferpaar spielen, sprich ich tausche diese beiden Läufer ab und guck mal, was passiert. Weil entweder kriege ich meinen nach G3 oder wir tauschen es ab. Ach, siehst du mal. Naja, aber ich muss sagen, ich bin nicht so unglücklich mit der Stellung, weil dieser Läufer guckt nur auf seine eigenen Bauern. Das dauert wahrscheinlich noch ein wenig, aber ich habe das Gefühl, als würde ich noch angreifen. Noch. Mal gucken, wie lang.
Irgendwas mal gleich mit den Springern. Mach ich auch mal. Sieht gut aus. So, Turm H2 möglich, aber wahrscheinlich nicht so gut. Ja, ich brauche Springer im Spiel. Ich brauche meinen Turm im Spiel. Tja. Ungleich. Ich habe das Gefühl, ich stehe gut. Ich kann es aber noch nicht wirklich. Ich kann noch nicht mit dem Finger drauf zeigen, warum ich gut stehe. Tendenziell gefällt mir das mit dem Läufer. Wenn er mal zu B6 kommt im Endspiel mit Läufer A6 solche Motive, dann gefällt es mir doch nicht so sehr. Okay, ich habe noch eine Idee, was ich machen kann. Ich kann auch meinen Springer ins Spiel bringen. Läufer B3. Warte mal, der hängt doch, oder nicht? Oder kommt dann Dame G2? Nee. So. Gut, also die Stellung ist doch schon mal was. Springer schlägt H2, liegt auch in der Luft. Das mach ich mal. Ja, ist nicht die Art und Weise, wie Melanie diese Königsindisch-Stellung spielen würde. Aber ihr kennt mich, ich bin da eher so ein bisschen positionell angehaucht. Aber jetzt kommt das Getrickse. Pass auf. Na, hat er gesehen. Na, das bringt es nicht wirklich, ne? Mal gucken, was geht. Ich laufe einfach durch. Ah, ich hatte doch gerade irgendwas mit Springer D1 einfach, oder? Dame C3, Springer D1. Naja, naja. Schach. Und Donnermatt gesetzt. Na, siehst du mal. Danke für die Partie, Patzer. Spannende Partie. Ich glaube, wenn man, ja, ich sag, wenn man hier überhaupt was lernen will, wenn es hier was zu lernen gibt, keine Ahnung, dann kann man vielleicht, also rückblickend kann ich das so nur wieder sagen, jo, lief gut. Dieses Motiv Läufer F6, Läufer H4 war, glaube ich, schlau, ne? Dass man hier die beiden Läufer vom Brett nimmt, weil dann hat er nur noch einen. Ja? Ich kämpfe nicht mehr gegen das Läuferpaar und dieser Läufer guckt nur seine eigenen Bauern an. Das heißt, ich kann immer die Hoffnung haben, irgendwann in Zukunft über die Felder zu hüpfen mit meinen Springern und was rauszuholen, wie es dann irgendwie geklappt hat. Dame schlägt F6 wäre möglich gewesen, fragst du? Dame schlägt C3 wäre möglich gewesen, ja, ja. Also, falls du das meinst, ja. Zack, zack, Springer D1, ja. Ich hatte das Motiv die ganze Zeit mit Springer schlägt E4, das hat er verhindert mit Läufer D3. Gut, aber hier ist sicherlich Frage der Technik, war natürlich schon eine sehr gute Stellung. Auch verwunderlich, wenn es dann keine Taktik gegeben hätte. So, jetzt gucke ich erstmal, ist Niklas am Start hier oder ist Niklas nicht am Start? Ich glaube, Niklas ist nicht am Start. Nope. Dann machen wir ganz normal weiter mit der 6. Und das ist PET. So, kriege ich auch mal Weiß eigentlich heute? Nö. Gut, dann nicht. Hallo zurück. Ich warte heute auch ein bisschen länger. Wie ihr gesehen habt, das war in der ersten Partie, das kann hier manchmal ein bisschen dauern, wenn aber Tausende und Hunderttausende Schachspieler gleichzeitig hier unterwegs sind. Nein, ich weiß nicht, wie viele unterwegs sind, aber bestimmt eine Menge. Und hier spiele ich gerne C5 und ach, schade, das Nehmen auf. Das Nehmen wäre sehr, sehr interessant. Was macht man jetzt? Dame A5 Schach sieht irgendwie lustig aus, aber. Gut, Springer E4 kann man machen. Ach, hier gibt es, glaube ich, viel, ne? Dame B6, Springer C3 ist immer so ein bisschen gefährlich. Na gut, aber auf der anderen Seite.
So richtig verbrannt habe ich mich daran auch noch nicht, muss ich sagen. Oh, das sieht mir gefährlich aus. Dame 5. Bringt das irgendwas hier reinzuhüpfen? Sieht irgendwie lustig aus. Aber na, ich würde sehr gerne E5 spielen. E5 gefolgt von Läufer E5 und Läufer A3. Glaube, er hat Springer C4 dann. Läufer schlägt C1. Dann nimmt er auf A5. Ah, Läufer B2. Achso, er kann natürlich auch sofort. Jawohl. Es sieht super interessant aus, ne? Wahrscheinlich stelle ich hier alles wieder ein. Und Melanie ist traurig, dass ich hier die 3000 versemmel, aber. Aber es sieht irgendwie cool aus, oder? Ich weiß, das ist nicht. Also, das bitte jetzt auf keinen Fall irgendwie als Tipp von mir mitnehmen, ja, wenn irgendwas witzig aussieht oder so, das dann zu machen. Bloß nicht, lass das bleiben. So. Aber ich dachte, jetzt könnte ich hier ein bisschen rumfuddeln. Ja, Turm ist schon mal eingesperrt. Ja, das war so ungefähr, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das dachte ich, ist okay. Ich hoffe, dass ich das richtig dachte. Aber sieht eigentlich okay aus. D5 ist, glaube ich, noch ein ganz guter Zug. Damit er nicht Springer C4 hat. Und jetzt muss er sogar schon ein bisschen gucken, wie er den da wieder rauskriegt. Läufer D7 auch eine Option gewesen, aber im Zweifel behält man das Läuferpaar. Ach so, ja, Patrick, fordere mich gern heraus. Gerne. Aber wie gesagt, wir machen hier mal mit dem Zufallsgenerator. Ich hoffe, du kommst dran. Wäre schön, also. Selten so einen witzigen Qualitätsgewinn gesehen. Ja, deswegen musste ich das doch einfach machen. Also ja. Gut, ich war mir halt nicht hundertprozentig sicher, dass es so aufgeht. Aber, also, weil direktes Springer C4 wäre, glaube ich, das eigentliche Problem gewesen. Dann. Ja, naja. Dann wäre es wahrscheinlich nicht gut gewesen. Aber, naja. Ihr wisst, wie es ist. Ihr habt es alle schon getan am Schachbrett. Ihr wisst, es ist nicht gut. Ihr macht es trotzdem. Weil es einfach zu cool ist, die Variante, die man sich da so vorgestellt hat. Ja. Na gut, so langsam lichtet es sich. Ein Turm ist das schon viel. Ja, F5 oder so kann man vielleicht auch machen, aber muss nicht sein. Dann kriegt er hier noch Felder für seinen Springer, nervt rum. Ich will keine Schachs zulassen. Keep it simple, ne? So wie Christoph sagen würde. Naja, ob er das zu dieser Stellung sagen würde. Vielleicht, vielleicht. So, ja, G6, H4, König G7, H5, oh, ja. Wahrscheinlich gewinnt man da eine Figur, aber wenn ich jetzt das ganze Brett leer fege mit Läufer F3, dann ist das, glaube ich, ein bisschen
ein bisschen deutlicher, weil dann gibt's nichts mehr zu tricksen. Nee, Hobbyspieler, nee. Nee, nee. Hab ich nicht. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, Christoph spielt auch nicht viel, ne? Ist ja immer mehr als Trainer unterwegs gewesen. Gegen wen habe ich denn schon gespielt von den Leuten, die ihr so kennt? Gegen Jan habe ich mal eine Partie gespielt. Ist lang her. Ja, gegen Niklas habe ich gespielt. Gegen Georgios Solaitis, der gerade nicht mehr so viel hier macht, aber bei YouTube Raketenstart hinlegt. Und ja, eigentlich habe ich gegen viele. Ja, gut, man läuft sich halt unweigerlich über den Weg bei Turnieren. Rainer Buhmann, naja, und noch so andere Konsorten. Johnny, auch schon gegen gespielt. Ihr kennt sie alle. B4, letzter Trick. Habe ich nicht gemacht. Dann gibt es einen Schach. Ja, das kann sein, ja. Dass Christoph... Eieiei. Den nehme ich. Das Einzige, was ich jetzt nicht tun werde, ist super schnell runterzocken, weil ich habe das Talent, die Leute noch Patt zu setzen. Und deswegen lasse ich es bleiben. Alles klar, danke für die Partie. PET, wie im Chat gesagt, Polyethylen-Treftalat. Und jetzt gucken wir uns eine Stelle nochmal an, nicht diese hier. Sondern die, warum ich eigentlich Springer C3 nicht machen wollte. Nämlich Springer C4, da hatte ich noch nichts. Ja. Dame B4 war so das erste, was ich spielen wollte. Dann kommt wahrscheinlich einfach der. Was vielleicht auch noch interessant sein könnte, ist sowas wie Dame D5, gefolgt von Läufer B4 oder so. Aber ja, ich glaube, Springer C4 wäre der Zug gewesen. Springer A2 Schach ist glaube ich, nichts. Dann Läufer B4, Läufer D2. Das geht nicht auf. Aber ja. Also ich wäre irgendwie zurückgegangen und dann hätte ich Gegenspiel für einen Minusbauern gehabt. Aber es kam diese lustige Variante und eigentlich kann ich euch nicht empfehlen, so zu spielen. Aber gut, im Blitzen kann man es auch mal machen. So, dann geht es jetzt weiter gegen die 9. Achso, ja, kein Problem, Pet, PT. Ja, das ist auch... Ah, der Murat. Das ist auch manchmal, dass manche Knöpfe da ein bisschen haken. So, ihr habt tatsächlich nur das Jerome-Gambit mit als Weißwunsch. Und dafür muss ich sagen, Leute, seid ihr mir alle zu stark, als dass ich einfach eine Figur einstelle direkt. Mit Absicht. Ich bin ja, also, bin ja jetzt auch nicht der Troll. Aber der Mura ist ein Troll hier, habe ich das Gefühl. Na gut, mal gucken, was du vorhast. Ich entwickle mich mal ganz normal. Also ich mache einen Entwicklungszug nach dem anderen. Was machst du? Ja, schau. König in der Mitte. Boah, den nehme ich. Das ist ein gefährliches Spiel, was du hier treibst. No, dann gehen wir mal hier hin. Ein gefährliches Spiel, mein Freund.
Ich hoffe nur, ich produziere hier kein Negativbeispiel, was man sich ja alles erlauben kann, aber es ist schon sehr kritisch, was du gemacht hast mit deinen ganzen Bauernzügen. Achso, Patrick, du gehst unterm Video steht unser Benutzername Melikolas und dann klickst du da, also du klickst nicht drauf, kannst auch machen. Es reicht, wenn du mit der Maus da drüber gehst und dann auf Herausfordern. Die goldenen Eröffnungsregeln. Sie lauten Entwicklung, Zentrum, Königssicherheit. Habe ich was vergessen? Na, ihr wisst, was ich meine. Aber ein paar viele Bauernzüge von dir. Hier nehmen oder da nehmen? Oder da nehmen? Ja, ich glaube, hier gibt es einen forcierten Gewinn. Muss ihn nur finden. Ah, das sieht irgendwie gut aus. Ja, ihr kennt mich. Immer auf der Suche nach billigen Tricks. Achso, du bist mit dem Handy online. Ich glaube, es geht nicht, Patrick. Korrigiert mich, wenn es Updates in der App gab, aber ich glaube, auf dem Handy kann man keine gesonderten Spieler herausfordern. Ja, Hobbyspieler. Genau das gleiche habe ich auch vor. Nur mit Dame H5. Danke für die Partie, Murat, und 3000, yay! Wieder zurück. Aber ihr kennt das, der Fluch der 3000, das bedeutet, ich werde es bald wieder einstellen. Wir werden sehen. Aber ja, was war der Fehler? Also gut, C6 war jetzt natürlich nicht der finale Fehler, aber positionell gesehen ist C6 schon gar kein guter Zug, gar kein guter Zug, weil du deinen Läufer hier hinten drin hast. Ja. Und also ihr seht eigentlich, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, wovor man irgendwie irgendwas. Was spielst du so stark? Wirklich, Murat, das lag einfach nur an deinen Eröffnungszügen. Guck mal, du ziehst nur Bauern. Und ich bringe nur meine Figuren raus. Zentrum, E4, D4, Springer, Springer, Läufer, König weg. Und in dem Moment, wo ich meinen König weg habe, öffnest du das Zentrum. Das ist brandgefährlich. Also wahrscheinlich ist diese Stellung schon verloren. Ja, ist einfach ultra gefährlich, während du noch gar nicht entwickelt bist, jetzt auch noch die Stellung zu öffnen. Selbst mit C6 ist die Stellung schon sehr schlecht für Schwarz. Aber die dann zu öffnen, ist too much. Ah. Ah. Stefan, das sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist einfach manchmal schwierig hier gegen solche Sachen mit Springer C3. Und da muss man auch einfach sehen, und das ist auch ein Grund, warum ich diese Öffnung häufig spiele. Jetzt kommt man auf einmal in Französisch rein, obwohl man kein Französischspieler ist. So, und dann weiß man nicht so recht, was man machen soll. C6. Und A6, ja, sowas Ähnliches gibt es ja gegen D4, C4. Aber es ist halt ein bisschen was anderes. So, und jetzt machen wir weiter mit der Nummer 4. Und ich glaube, wir zählen von unten ab. Oh, und ich weiß, wir haben schon mal gespielt. Und du bist ein starker Spieler. Boah. Ja, Turm A7 ist natürlich. Also ja,
Kann man machen, aber. Ja. Ja, die Kombi mit E6, C6 ist halt ein bisschen schwierig, weil du dann recht langfristige Entwicklungsprobleme hast. Mit dem Läufer C8. Also, bin ja jetzt kein Hardcore. Also, ich würde mal so sagen, es gäbe mit Sicherheit Spieler, die sagen würden, das ist positionell schon verloren. Danke, Hupfdude. Dame B6, ja. Ich glaube, das ist nicht so gut. Aber ich habe hier verschiedene attraktive Möglichkeiten. Ich mache einfach mal Springer B5. Werdet ihr sagen, was ist daran bitte schön attraktiv? Daran attraktiv ist, dass dieser Springer auf A6 nicht so doll steht. Und wenn ich mich vernünftig anstelle, dann wird er da auch bleiben. Okay, E6, Springer F3 hat den Nachteil, dass er dann zu Springer H5 kommt, Läufer E5 A. Im Zweifel, wenn ihr so einen Läufer habt auf so einer Diagonale, macht ihr H3, bevor ihr Springer F3 spielt, und dann ist alles gut. Ja. Kann ich verstehen. Flinsbacher, aber. Wenn ich meinen Springer schon so frech nach C3 stelle und sowieso Springer B5 machen will, ja, ist wahrscheinlich noch alles okay, so würde ich mal sagen, ne? Aber. Ah, naja. Na gut, ist noch nichts vorbei. Ich gucke mal, was ich hier bedienen möchte. Ja, wenn das macht, dann ist okay. Dann hat ich habe was dafür. Also für. Dafür was eigentlich? Ich verliere noch nicht mal einen Bauern, aber selbst wenn ich den gebe, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Stellung. Manchmal neige ich dazu, ein bisschen zu übertreiben, aber vielleicht ist es schon soweit. Aber wenn er auf B5 nimmt, ich nehme zurück, dann ist G5 immer mal recht lästig vielleicht. So. Was sind wir mit A5 eigentlich? Ja, noch da mit D8, ne? Ja, machen wir das mal. Also, ich sehe schon, dass ich hier was opfer. Also der Bauer auf B5, den opfer ich, aber jetzt kann ich auch noch mal überlegen, ob ich. Ah ne, A5 wäre hier nicht schlau. Nee. Auf A5 zieht er zurück, ich ziehe den Läufer und dann kommt C4. Das wollen wir nicht. Aber hier dachte ich mir, habe ich doch schon eigentlich ganz gute Kompensation. Na, vielleicht habe ich auch Unrecht. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. So. Läufer E5, Läufer nach F6, Läufer F5, Läufer E5, Läufer E6, König H8, ich nehme zurück, aber dann kommt der Springer raus, das finde ich nicht gut. Deswegen gehe ich mal hier auf die Bauernschwächen. Und zwar den, den und den.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Stellung für mich. Okay, einmal hier drauf. Was auch nicht uninteressant ist, ja, das mache ich mal, ist Läufer E5. Läufer F6 wird kommen. Relativ sicher. Ah, okay, muss nicht kommen. Okay. Zugegeben, das war nicht verkehrt. Ja, Läufer D6 wäre vielleicht ein Ticken genauer, weil jetzt habe ich Läufer F4 und der bleibt da. Nein, nicht mehr so lange, aber noch ein bisschen. Und auf Läufer D6 hätte er den Abtausch forciert, aber auch dann nach Turm A3, Turm A7 stehe ich wahrscheinlich ganz gut. Möchtest du eine Schachpartie spielen, ohne dass du Zeit hast zum Kommentieren? Wie soll das aussehen? Weil ich einfach keine Zeit kriege, oder? So eine Bullet-Partie, oder? Achso, ja, ich kann natürlich gleich auch mal. Also ich drohe Läufer A2, dieser Bauer wäre mir sehr recht, wenn ich den kriege. Läufer F5 ist auch noch drin, also. Ich weiß, ich nerv euch wirklich häufig mit Läuferpaar hier, Läuferpaar da. Aber ich glaube, ihr seht zumindest manchmal, dass das kein absoluter Blödsinn ist, den ich euch erzähle. Das hat schon was für sich. Na, auch dieser Läufer auf B1, der sah etwas trist aus. Na, jetzt hängt aber der. Ja, zugegebenermaßen. Na. Läufer D5, Springer D4. Es ist noch ein Trick da. Oh, hier auch. Wo gehe ich denn da mit dem Turm hin, sag mal? Das kann ja gar nicht wahr sein. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich muss die Figur zurückgeben. Turm E8, dass das noch geht. Also Springer D4 ist sehr, sehr lästig. Nun gut, jetzt muss ich ein bisschen auf Zeit und ein bisschen auf Stellung spielen. Also, ich muss sagen, das Gute ist, meine Stellung ist einfach noch gut, aber. Also so. War schon sehr gut, aber. Na, ich gehe mal besser zurück. Diese Springer, ich sag's euch, die sind auch brandgefährlich, ne? Da ist so schnell mal was weg. Ja, mittlerweile D5 war natürlich auch Quatsch, den hätte ich überhaupt nicht spielen müssen. Naja. Ihr seht, ich mache jetzt nur noch irgendwelche Züge, weil seine Zeit gleich vorbei ist. Ja, naja, war nicht hundertprozentig sauber am Ende, muss ich sagen. Aber okay, also erstaunlich wirklich, dass das hier nach. Also vielleicht diese Variante einfach noch halbwegs okay ist für ihn. Ja, erstaunlich. Das Problem ist nämlich, wenn ich hier nehme, dann nimmt er auf D4. Und meine Stellung ist jetzt einfach etwas überfordert.
weil er droht. Springer schlägt B5. Wenn ich wegziehe, Springer C2. Aber wenn ich es mir hier nochmal in Ruhe angucke. Nee, ist mir nicht klar. Läufer C4 ist auch nicht so easy, weil jetzt kommt Springer F3 und auf König F1, Turm D1. Vielleicht König E2. Vielleicht wäre das noch besser gewesen, aber. Ja, aber Flinsbach, ich bin da völlig bei. Er spielt wirklich sehr, sehr beachtlich gut. Ich weiß auch nicht, es ist immer sehr knapp. Also gerade hier. Naja, gut. Erstaunlich stark, das Läufer schlägt D4. Ich dachte, es verliert sofort, aber. Tja, da seht ihr. Vielleicht wäre es besser gewesen, einfach Turm schlägt D5 zu spielen und zu sagen: Alles klar, wir machen jetzt Endspiel mit Bauern mehr und Läuferpaar und was machst du überhaupt jetzt? Also, falls er schlägt, habe ich Läufer E6 gefolgt von Läufer D5 und hier hängt was, da hängt was, das ist schon sehr gut. Aber jetzt machen wir mal weiter in der nächsten Partie, damit ihr noch die Chance habt, mir das Rating gleich noch heute wegzuzocken. Oh, sehr starker Spieler hier, Peseo. Leider kein Premium-Mitglied, deswegen die nächste Nummer 2 ist Sadomadot. Mach dich mal Premium mit deiner 3100. Da würde ich sofort gegen dich spielen. So, Löwenthal und frechen Franzosen wolltet ihr noch sehen. Ich versuch's mal mit Löwenthal. Aber, okay. Schon ein bisschen schwierig jetzt, ne? Wir können noch übergehen in so einen halben. Naja. Aber jetzt. Ich weiß nicht, wie gut Springer schlägt E4 ist. Ich glaube, man kann das versuchen. Es ist nicht so sonderlich bombastisch, aber. Na gut, mach ich mal jetzt. Dann D5 ist jetzt nichts. Also. Ist nichts Besonderes. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Ist einfach. Einfach okay, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Zugeständnis. Auf C3 nehmen sollte man jetzt nicht unbedingt, man sagt zwar mal abtauschen, aber der Läufer kommt nicht gut raus und dann kann man das auch drauf lassen. Das habe ich aber nicht gesagt, ne, Flinsbacher? Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wünsche mir, dass er schlägt, weil jetzt kommt gleich der Läufer auch noch raus. Und dann. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen kritisch. Also, vielleicht muss er schon auf C6 nehmen, was aber wieder ein Eingeständnis wäre. Vielleicht Läufer E2 noch das Vernünftigste, was man hier hat, aber das ist schon so Kategorie: guter Rat ist teuer, ne? Ja, genau, die Melli ist heute nicht dabei. Die war das ganze Wochenende mit ihrer Familie wandern und ist auch erst spät nach Hause gekommen, ist total K.O. und dann auch noch durch die Zeitverzögerung durch das Chessable Masters setzt sie heute einmal aus. Ja. Ja, zugegeben, also die Stellung hält er gut zusammen. Ne? Die Stellung ist natürlich total schlecht, aber. Naja, aber das, was er hat, also. Damit kämpft er, ja. Ja. War vergriffen, der Name. Vermutlich Flinsbacher. So. Warum zeige ich hier so komisch mit meinem Finger? Läufer G5 sollte man auf dem Schirm haben, aber Dame B2, das sollte noch gehen.
Ja, das war schlau. Läufer G5 sofort, hätte nach Turm E1 sofort eine Figur verloren. Aber auch diese Stellung. Der ist etwas unerwartet. Ich nicht so recht weiß, was der soll. Ja, Dame E5, dann macht er halt irgendwie. Naja, ich mach mal. Das kann ich irgendwie auch nicht machen, ne? Komm, machen wir mal hier ganz strikt positionell erstmal das Läuferpaar jetzt grapschen und dann mal damit E4 auf den D3 gehen und so. Ich weiß, ihr würdet sehr gerne einen Matt sehen. Ich auch. Aber ich muss ja auch realistisch bleiben, ne? Und gute Züge machen. Und wenn es halt noch kein Matt ist, Dame E5 hätte er Springer F3 gemacht, da ist irgendwie auch kein Vorankommen. Dann ist das manchmal einfach so. Dame B2 interessant, H6 interessant. Ja, machen wir mal erstmal H6. Ganz entspannt. König braucht ein Luftloch. Springer F3 wird wohl kommen. Dann Dame B2, Turm B1, Dame A2. Ja, wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich noch genug Felder für die Dame. Naja, okay, ja. Ich glaube, Flinsbacher, das Problem war, dass er davor den Bauern im Zentrum weggegeben hat. Aber ja, danach. Ohne Läufer wird das Ganze natürlich nicht schöner. Muss mal überlegen, ob ich gleich nach F6 zurückgehe. Eigentlich könnte ich auch auf A2 noch nehmen, ja. Ja, nur das hat, glaube ich, deinem König hier schlechter getan als meinem. Denn, no. No. Naja. Ja, das stimmt, Cobra. Ich bin super häufig irritiert. Ich weiß gar nicht, was da los ist immer. Also ganz, ganz viele von euch spielen so viel besser als ihre Zahl. Da weiß ich häufig nicht, was abgeht. Turm E2 sieht doch irgendwie interessant aus, ne? Naja, kann man noch lassen. Ich glaube, irgendwann kann man auch sagen, mit drei mehr Bauern ab ins Endspiel. Und die Bauern schicken. Aber ja, ich bin bei euch. Ich habe nicht nur Sadomasochismus, sondern auch Syrien zum Beispiel. Er spielt auch immer, also ich würde ihm auch deutlich mehr als das 2-2er-Rating, was er mal so hat, zutrauen. Er spielt auch immer richtig gut. Aber da gibt es viele von euch Kollegen, die mich jedes Mal sehr überraschen. Also positiv, ne? Positiv. Ja, ich gehe halt einfach mal weiter. Und vermute, da ist nicht so viel zu machen. Gegen diese rennenden Bauern. Aha.
Ja. Also, war gegen die drei, ne? Aber irgendwann kommen sie natürlich. Da kommt der König nicht vorbei. Also diese zwei Läufer. Ja, danke für die Partie. Das gilt nicht nur für Sizilianisch, das gilt eigentlich vor allem für italienische Aufbauten und so. Seid ein klein bisschen vorsichtig, wenn ihr euren Läufer nach C4 stellt und der Gegner auf E4 nehmen kann. So wie hier. Das läuft aber meistens nur auf einen Abtausch hinaus, ne? Also einfach zurücknehmen. Lass dich hier nicht blöffen. Und nach D5 machst du halt sowas wie Läufer D3. Ich dachte, hier stehe ich trotzdem gut, weil ich sowas wie C4 vielleicht machen kann. Aber das ist natürlich bei weitem nicht so klar wie der Partieverlauf, wenn du Läufer D3 machst. Weil jetzt ist wichtiger Zentralbauer weg und dann ist halt schwierig. Aber hast dich gut gehalten danach. Das muss ich auch zugeben. Ja. Okay, ja, das verstehe ich nicht. So, dann zählen wir mal die Nummer 9 ab. Und das ist der Jonathan mit 3 plus 2. Haben wir schon mal gespielt? Einmal, ja. Ich sehe es gerade. Ihr habt es jetzt nicht gesehen. Einmal haben wir schon gespielt. Ich glaube, aber wenn mich. Ich glaube, wir haben gespielt und du hast dich sehr gut gehalten und dann wollte ich auf Zeit gewinnen und das hat nicht so gut geklappt. Und irgendwie hat es dann doch geklappt, aber ist auch nur ein sehr dunkler Verlauf. Okay, also ich mache hier das Übliche. Ja, dann gehe ich zurück. Ich glaube tatsächlich, wir hatten sowas in der Art hatten wir, ja. Ja, das kommt hin. Ja, ist positionell eine interessante Stellung, die. Das weiß ich nicht so genau, ob der so gut war. Jetzt Springer E5 zuerst. C4 ist mir suspekt. Ich sage auch ganz klar warum. Dieser Läufer auf C8, der ist nicht so dolle. Aber naja. Ja, das war so ein bisschen. Upsala. Das, was ich. Ja, gehofft ist jetzt übertrieben, aber. Das, was ich für ganz gut für mich erachte, diese Konstellation, so wie das jetzt rausgekommen ist. F4 noch hinterher. Ja, vielleicht war F4 Quatsch, muss ich gestehen. Ohne den Einschub wäre es vielleicht noch ein bisschen besser. Naja, aber die Grundidee von dem ganzen Kletterer-Dätsch hier ist, dass ich einen guten Springer, schlechten Läufer übrig bleibe und. Hier so ein bisschen. Ja. Nur ist mir das gar nicht so klar, ob das wirklich so schlecht ist für ihn. Weil ich bin mir relativ sicher, dass ich hier besser stehe, aber wie viel ist eine andere Frage.
Ah, ach so. Ich glaube, ja, ich verstehe. Ich glaube, er dachte, vielleicht kann das jemand übersetzen, was ich sage. Okay. Statt Springer F3 sieht Springer A4 gut aus. Ja, aber dann kommt er direkt zu E5. Da muss er ein bisschen vorsichtig sein. Das ist alles nicht so hundertprozentig klar. So. Und nu. Ja. Entweder nehmen oder erst auf A6 nehmen. Springer schlägt A6. Zack, 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 zack. Dann hat er hier ein unangenehmes Schach. Ja, ich sollte nehmen und dann nehmen. Naja, es ist ein Turmhandspiel, es ist nichts ist klar, aber ein Bauer ist ein Bauer. Ist ein Anfang. Naja. Ah, schwierig zu sagen, Chess Manu. Also, D4 wird auch häufig mal gewählt, wenn die Leute sagen, Oldman ein bisschen ruhiger, obwohl es auch sehr, sehr scharfe Varianten gibt. Ja, aber schwierig zu sagen, ja. Also manchmal spielen die das mehr, manchmal habe ich auch das Gefühl, die sprechen sich ab, ne? Und dann gibt es Turniere, da sieht man nur das eine, nur Italienisch, nur Berliner Mauer und. Also, ja, ich weiß auch nicht, was, ob es da abgesprochen wird oder so. So. Turm schlägt A7, ist interessant, aber wahrscheinlich nicht gut. Obwohl. Ach, Turm A7, Turm B4 schlägt. Zack, schlägt. Ach, Blödsinn hier. Springer F6 habe ich, deswegen ging das ja einfach überhaupt nicht für ihn. Und ich überlege die ganze Zeit hier eine Figur zu opfern. Eieiei. Ja. Ja, da sieht man, ne? Ich, ja. Ich denke mir da auch manchmal ganz schön Blödsinn aus, aber der ist schwer zu decken jetzt. Ja, danke für die Partie. Was habe ich hier so lange eigentlich überlegt? Ich habe hier nicht weitergeschaut. Mein erster Gedanke war nur Turm A7 und Turm C1. Das ist ein bisschen unangenehm, ne? Ja, aber warum er den natürlich nicht gemacht hat, ist Springer F6. Immer Schachgebote zuerst rechnen, ne? Aber was ich überlegt hatte, war Turm schlägt A7, Turm B4, Turm G7. Ja, und jetzt eigentlich egal, wo er hingeht, vielleicht so. So. Ja, aber. Pff, weiß ich nicht, ich drohe matt und so, das ist nett, aber ansonsten. Ja, ist glaube ich völlig unnötig, das so zu spielen. Also sowieso, wenn Springer schlägt D5 geht, ist es sowieso unnötig. Gut, machen wir mal noch eine. Gegen die Nummer 3. Ich glaube, jetzt zählen wir wieder von unten ab. Crush me if you can. Naja, ich probiere es mal. Da ihr euch nichts gewünscht habt, kriegt ihr heute eine Bertramisch-Partie nach der nächsten. Zu Gesichte. Das Schöne ist, okay, es ist nicht 1000% korrekt, aber man kann den Blitzenspringer C3 pre-moven. Weil selbst auf C5 ist das alles halb so wild. Weil dann nimmt er raus, Dame schlägt D5, okay, ist das eigentlich nicht so gut, aber dann hat man so eine Art. Na, weiß, wie man es hier macht.
Gucken wir mal, wie weit er es weiß. Ach so, ja, dann Patrick, dir auch eine gute Nacht. Bis bald. Also, Springer A4, Dame D4. Ja, das ist super interessant. Dame schlägt D4. Ich glaube, das wird spannend dann. Aber es obliegt ihm, das zu probieren. Ja, ich dachte, ich nehme jetzt raus, mache lange Rochade, mache Springer B6 und reklamiere einen sehr schönen Entwicklungsvorsprung. Singen da Vögel im Hintergrund? Ja, das kann sein. Ich habe Balkon ist was offen und was ehrlich gesagt gar nicht mal so hundertprozentig schön ist, ist, hier gibt es nicht nur Vögel, hier gibt es auch jede Menge Tauben, die sich da immer auch in der Nähe des Balkons, naja, ihr wisst schon, was sie da machen. Sachen. Sommersonnenwende. Ja, Couchy, ich weiß. Okay, ganz kurz. Ich will nicht zu viel versprechen. Aber ich will da nichts Halbgares raushauen. Ich habe da echt geile Varianten. Also definitiv nicht im nächsten Monat. Weil ich in Anfang Juli bis Mitte Juli habe ich mein zweites Staatsexamen. Deswegen werde ich auch die nächsten Wochen leider nicht mit euch blitzen, erst dann Mitte Juli wieder. Gut rausgewieselt, der Herr, aber. Aber da ist trotzdem was weg. Aber danach, vielleicht, also vielleicht Ende Juli. Vielleicht Ende Juli, aber naja, ihr sagt ja, was man sagt, ne? Besser spät, als irgendwas rauszuhauen, was noch nicht ganz fertig ist. Und das ist ja irgendwie doof, ne? Oder hier. Aber er hält das zusammen, ne? Ja, ich versuche seinem Namen alle Ehre zu machen, ihn zu crushen. Aber dass er da so noch rausgekommen ist, also wow. Sehr tough verteidigt. Danke, Doc Walker. So. Der sieht ein bisschen unsicher aus, ne? Aber ich befreie mal den Springer. Wenn nach E3 geht, habe ich einen Schach, kann ich hier nehmen, dann ist der König noch ein bisschen offen. Ja, auf jeden Fall werde ich gleich noch einmal kurz. In die Stellung reinschauen müssen, weil das also, dass er so da rauskommt, ist sehr, sehr überraschend für mich. Ich habe wahrscheinlich irgendwas übersehen, ne?
Also wenn ihr irgendeinen Killerzug gesehen habt, sagt mir gerne Bescheid. Sonst muss ich mich gleich nochmal auf die Suche begeben. Aber gefühlt muss da einer gewesen sein. Ich meine, jetzt, naja, natürlich ist die Stellung schön mit einer Qualität mehr und so, aber wenn ich so recht anschaue, dann hat sein Springer auch nicht mehr viele Felder, aber es ist trotzdem. Also. Ja, vielleicht kann er sich mit Läufer D6 noch so halb über Wasser halten. Aber ich dachte, da wäre mehr drin gewesen sein. Ja, Itess, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du eine Stellung hast und das Gefühl hast, okay, das ist jetzt, also das muss gänzlich vorbei sein. Und er hat es ja tatsächlich geschafft, dass er nur mit einer Minusqualle dafür Läuferpaar und ein bisschen, okay, schon sehr schlechte Entwicklung rausgekommen ist. Ja, aber also das hat er halt geschafft. Das hat mich überrascht. Ich dachte, das gäbe die Stellung nicht her. Ja, der war gut. Springer schlägt A6, wollte ich jetzt eigentlich machen. Der ist vielleicht ganz schlecht, wenn er einfach Springer D5 macht. Ja gut, könnte ich auch Turm E5 machen. Ja, okay. Also ist dann so, wie es ist. Na, aber ihr seht, also ist alles andere als einfach. Also klar, es ist super gut und auch objektiv gewonnen, aber er hat sich hier schon einiges noch an Chancen erspielt. Ja gut, also ganz so wild ist es. Also das passiert auch Etes, aber naja, also ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass mir ganz entglitten ist, aber auch manchmal einfach diese Überraschung, ne, sozusagen. Also das kann doch nicht sein, wie, ja, wie ist er da denn rausgekommen? Das ist natürlich auch auf der Uhr ein bisschen kritisch. Zweifel mache ich da jetzt kein Heckmeck drum, gehe ins Endspiel. Okay, danke für die Partie. Ich konnte dich crushen, aber naja, so wirklich gecrushed war es auch nicht. War sehr, sehr spannende Partie. Dame B6, interessant. Und so. Okay, vielleicht wäre es deutlich simpler gewesen. Ich hätte einfach auf C6 genommen. Und jetzt Springer B6 gespielt. Also. Ja. Okay, ich glaube, da haben wir den Killerzug aber schnell gefunden. Wobei ich auch irgendwie nicht wirklich glauben kann, dass das. Vielleicht wäre Springer schlägt D5 hier cool gewesen. Idee, wenn er hier nimmt, kommt Springer C7 reingehüpft. Wenn er E6 spielt, ups. Wenn er E6 spielt, gibt es einen Schach und auf König E7 gibt es erst nur Läufer D6 und dann Springer A8, dann hat er kein Läuferpaar und so. Und auf König D8 kann ich nehmen, ohne dass der E5 fängt. Ja, also das ist das, was ich meine. Manchmal hat man das Gefühl, das muss doch um sein. Und ja, es war auch um, aber Springer D7 war eine sehr, sehr praktische Verteidigung, die ihn sehr lange noch am Leben gelassen hat. So, ihr Lieben, 10:30, ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder wenn ihr auch ins Bett geht, dann auch mal eine gute Nacht. Ich danke euch vielmals für die Partien von heute. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Wie gesagt, die nächsten Wochen leider nicht.
Aber danach, wie immer, jeden Sonntag und montags die Lernstunde für die nächsten Wochen dann auch nochmal nur mit der Melanie und danach wieder mit uns gemeinsam. Also, falls wir uns jetzt etwas länger nicht sehen für ein paar Wochen, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns danach wieder. Ciao.